Herzlich willkommen zu unserer Workflow-Reihe Diagramme, die Kurzfassung. Heute werden wir uns Affinity Designer für Illustration anschauen und zwar, wie wir ein Bild mit Vektoren nachzeichnen können. Los geht's! Wenn wir Affinity öffnen, haben wir neben den Tutorials auch die Möglichkeit, ein neues Dokument zu erstellen. Da wir meistens digital arbeiten, nehme ich mein Full HD, womit auch die Pixel und der Farbraum schon korrekt eingestellt sind. Standardmäßig haben wir eine Zeichenfläche zur Verfügung. Wenn wir auf das Zeichenflächenwerkzeug gehen, können wir in Dokumentgröße oder anderen Größen ein neues Artboard hinzufügen. Am rechten Rand können wir entweder auf dem blauen Punkt die Größe verändern oder unter Transformieren konkrete Zahlen einstellen. Über Verknüpfen können wir das proportional skalieren. Ihr seht auch schon, dass die Ebenen bereits ein eigenes Artboard bereitstellen. Am linken Rand können wir über das Bildwerkzeug neue Bilder einfügen, die ihr euch aus eurem Verzeichnis zieht. Wenn ihr einmal reinklickt, klickt ihr in Originalgröße rein oder ihr haltet gedrückt, um genau die Größe zu erzielen, die ihr haben wollt. In den Ebenen seht ihr bereits, dass ein neues Element dafür angelegt wird. Auf dem Schloss können wir es sperren, um es nicht aus Versehen zu bearbeiten. Auf der neuen Ebene könnt ihr neue Ebene einfügen, wo ich einmal für unsere Konturlinien und einmal für unsere Innenlinien eine Ebene anlege, um es später übersichtlicher zu haben. Dann können wir auf der Konturlinie erstmal eine Form erstellen. Um einzelne Punkte dieser Form verändern zu können, müssen wir erst in Kurven umwandeln klicken. Nun könnt ihr mit dem Knotenwerkzeug einzelne Punkte verschieben. Wenn ihr auf vorhandene Linien klickt, könnt ihr neue Punkte einfügen und diese wieder bearbeiten. Um die Farbe zu verändern, könnt ihr rechts unter Farbe verschiedene Farben einstellen und die Transparenz erhöhen oder verringern. Für die Kontur gilt genau dasselbe. Um die Konturlinie zu erhöhen, könnt ihr auf Kontur gehen und die Liniendicke verstärken. Ihr könnt natürlich nicht nur Form einfügen, sondern auch eigene Form mit Farben bauen. Dafür klickt ihr auf das Farbwerkzeug und klickt einfach in die Flächen rein. Und damit haben wir eigentlich auch schon unsere Konturlinie. Ich ziehe noch kurz das Dach nach, um die Kontur fertig zu haben. Von hier aus können wir unsere Innenlinien gehen, die wir etwas dünner haben wollen, aber erstmal nach demselben Prinzip machen. Denkt daran, wenn ihr vertikale Linien ziehen wollt, Shift gedrückt zu halten, damit euer Cursor die schönen geraden vertikalen Linien zieht. Wenn ihr Linie beenden wollt, dann könnt ihr entweder auf den Anfangspunkt gehen oder mit Escape die Linie beenden. Rechts am Rand seht ihr, dass die Linie immer in die Ebene einsortiert wird, in der ihr gerade aktiv seid. Wenn wir uns nun die beiden Innen- oder Ansichtslinien markieren, können wir unter Kontur die Stärke etwas runterziehen, um einen optischen Kontrast zu erzielen. Wunderbar. Für die Fenster werden wir noch ein bisschen andere Methode nehmen. Auch wenn wir da auch erstmal die Fluchtlinien mit dem Farbwerkzeug ziehen, haben wir hier die Möglichkeit, zusätzliche Elemente hinzuzufügen, indem wir eine neue Form halb darauf legen und rechts oben in dem Pathfinder beide markiert haben und dann auf das blaue Plus klicken. Damit verschmilzt es uns diese Elemente. Das Ganze funktioniert natürlich auch im Negativ. Das heißt, wir können auch Form drüber legen und die oberen Formen von der unteren Form abziehen. Ganz wichtig ist hierbei, dass ihr eben alle Operatoren markiert und die Ebene, von der ihr es abziehen wollt, ganz unten liegt. Nach ein paar kleinen Tweaks und noch Anpassungen ist unser Gebäude damit auch schon fertig. Tada!